Liebe Power- und Pacer, Triathlon ist nicht nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Triathlon ist auch Kraft, Flexibilität und Koordination. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Athletiktraining. Und hier ist euer Coach, Ulrike Syring. Hallo liebe Power und Pacer, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dem letzten Test in unserer Testreihe, dem Test für das Athletiktraining, für Kraft, Mobilität und Balance. Und ich habe mir Verstärkung mitgebracht und Jule wird mich heute unterstützen und euch die Übungen auch zeigen, damit ihr die schön nachmachen könnt. Ich hoffe, ihr habt alle schon euch das Dokument runtergeladen auf der Power & Pace Seite. Das hilft euch einfach, die Ergebnisse festzuhalten. Und Jule, freust du dich? Ja, ich kann mich kaum halten. An der Stelle erstmal Moin aus Hamburg, beziehungsweise aus Ullis Wohnzimmer in eure Wohnzimmer und auf die Turnmatte. Ich bin sehr gespannt, was wir heute zusammen hier rocken werden oder ob überhaupt gerockt wird. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt los mit unserem Mobilitätstest Beweglichkeit. Das ist ja für die meisten ein heiß geliebtes Thema. Wir haben zum Beispiel Oberschenkelrückseite, die Hüftbeweglichkeit, Schulterbeweglichkeit, Brustbeweglichkeit, alles, für alles ein Test dabei. Und wenn ihr die letzten Wochen auch fleißig mittrainiert habt, dann solltet ihr jetzt gut gewappnet sein. Und wir starten direkt mal mit der Oberschenkelrückseite. Das ist eine sogenannte Vorbeuge. Ihr könnt, wenn ihr habt, euch mal eine Wand suchen, euch so dagegen stellen. Und von der Punktevergabe, wenn ihr die letzten Tests mitgemacht habt, ist ein bisschen verändert. Wir haben 3, 2 und ein Punkt. So, und wenn ihr dann die Füße einmal genau geschlossen schön haltet und mit langgestreckten Beinen, also ohne Knick im Knie, einfach mal nach vorne vorbeugen. Und dann guckt ihr mal, wie weit das geht. Naja, bei Jule ist es natürlich super. Also ihr kriegt 3 Punkte, wenn ihr die 10 erreicht oder sogar weiterkommt. Also Jule darf schon langsam wieder aufrollen. Das sind natürlich locker 3 Punkte. Jetzt geht's steil bergab. Wenn ihr so ein bisschen noch über dem Boden schwankt, dann kriegt ihr 2 Punkte. Und wenn es noch weit entfernt ist, dann immerhin noch 1 Punkt. Gut, dann gucken wir mal. Das ist jetzt also eine Kombination aus unterem Rücken und Oberschenkelrückseite. Dann gucken wir mal jetzt allein die Oberschenkelrückseite an. Dafür darfst du dich einmal in Rückenlage begeben. Also wenn du die andere Rückenlage nimmst. Ah, oh ja, stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heute Donnerstagabend macht mich fertig. Ja, ist ja auch 2 Tage vor Weihnachten. Da ist man schon langsam ein bisschen im Stress. Hast du schon alle Geschenke? Ja. Ja, Streber, aber ey. Ich dachte Mitte November, ich bin gut dabei und dann wird Dezember und dann wird es doch wieder fast knapp. Okay. Mhm. Und du? Naja, ich muss mir noch was einfallen lassen, aber so kleine Gutscheine sind ja schnell geschrieben. Okay, also ihr habt auch auf eurem Formular rechts und links. Ah ja, ja ach, fangen wir mal rechts an. Ja, also ihr habt es ein bisschen leichter. Entweder habt ihr jemanden, der euch hilft, aber ihr könnt es auch alleine machen, indem ihr dann das Bein einfach erstmal locker lasst und dann nach oben zieht. Jetzt darauf achten wieder, Knie gestreckt und auf der anderen Seite locker lassen, sodass der Oberschenkel am Boden liegt. Das und widerspricht dann sich bei mir. Okay. Locker komm, lassen. Komm, lassen wir hier schön gestreckt, Fußspitze ein bisschen ranziehen. So. Ja. So, und dann guckt ihr mal, wie weit das geht. Okay, jetzt hebt dann schon langsam ein bisschen die andere Seite ab. Das Knie will ein bisschen, aber gerade noch 90 Grad geschafft. Also 3 Punkte kriegt ihr für 90 Grad. Bei der rechten Seite, muss ich mir merken. So, locker das Bein hier. Einmal nach oben. Oh, komm, lass mal hier. Aha. Ja, also da seht ihr so ein bisschen, wenn das hier abhebt, dann versucht ihr da ein bisschen auszugleichen. Die Hüfte bleibt hier schön unten. Ja, aber mit Gewalt kriegen wir auch da gut die 3 Punkte hin. Also 3 Punkte für, wenn ihr 90 Grad und mehr schafft. Erstmal hier einmal rechts waren 3 Punkte, links waren 3 Punkte. 80 bis 90 Grad gibt 2 Punkte und weniger als 80 Grad dürft ihr euch 1 Punkt eintragen. Bin sehr gespannt, wer mehr schafft als 90 Grad. Ja. Gibt's bestimmt. Ja. Habe ich schon gehört. Mädels, die viel Yoga vielleicht auch machen. Also Frauen sind genetisch schon mal begünstigt bei der Beweglichkeit. Jungs, sorry, dafür habt ihr manchmal bei Kraft dann ein paar Vorteile. Ja, aber mit Training ist da noch alles drin.
Du kommst gerade noch so aus der Off-Season, oder? Ja, du bist ja noch so knappe 3 Wochen wieder dabei. Okay. Wie man sieht. Also, naja, ist schon noch sieht schon noch alles gut aus, du. Das ist eine Basis, auf die kann man aufbauen. Ja. Ne? Mhm, toi, toi, toi. So, jetzt erinnere ich mich, Schulterbeweglichkeit war teils, teils, ne? Naja, ja, da bist du aber optimistisch ja, dabei. Ja, wieso? Die eine Seite war, glaube ich, ganz gut. Die eine und Seite die andere, war Bombe, die andere nicht. Ja. Also wir haben dieses Schwerziehen, ihr könnt mal zum Aufwärmen mal einfach die Hände locker mal so ein bisschen hinter den Rücken schmeißen. Man kann vielleicht schon erahnen, welche meine gute Seite ist. Nee, sieht man nicht. Gut. Ja. Wir haben nicht so viel verraten vorweg. Und jetzt müssen wir aufpassen mit rechts und links. Was da gemeint ist, habe ich in Klammern dazu geschrieben. Jetzt einmal mit dem rechten Arm oben. Also wenn der rechte Arm oben ist. Und dann versucht ihr mal hinten die Hände zu greifen. Dreh dich kurz einmal um, dass man das sieht. Ja, super, oder? Also seht ihr genau, die Finger können sich wirklich richtig greifen. Das gibt 3 Punkte. Wenn ihr... Sag ich nochmal. Ja. Wenn ihr jetzt gerade mit Mühe und Not so eure Fingerspitzen erreichen würdet, ja, dass ihr sagt, okay, ah, gerade so bin ich dran, gibt 2 Punkte. Und wenn dann irgendwo Abstand ist, dann gibt es 1 Punkt. Also bei rechter Arm oben haben wir schon mal 3 Punkte. Und jetzt machen wir den linken Arm oben. Ihr habt hinten, wenn ihr dann wollt und jetzt sagt, okay, es ist irgendwo ein Abstand, könntet ihr auch noch eintragen, wie viele Zentimeter vielleicht bei dem hier bis zum Boden fehlen, dass ihr auch fürs nächste Mal nochmal vielleicht so einen Referenzwert habt. So, jetzt einmal linker Arm oben. Soll ich mal demonstrieren, wie 1 Punkt aussieht? Vielleicht so. Keine Gewalt. Nein, das ist locker. Alles locker. Ich würde das auch mal ausmessen. Versuche mal schön mit dem Oberkörper in der Mitte zu bleiben, damit fürs nächste Mal wir so ein bisschen... Warte mal. So. Okay, es sind 15 Zentimeter. Das ist wie letztes Jahr. Ja, weißt du es noch? Cool. Am Anfang waren geht so, ne? Am Anfang waren es 15 und dann bin ich, glaube ich, zumindest mit meinen coolen Übungen... Ja. Bis auf 12 gekommen, meine ich. Okay. Naja, wir machen dann irgendwann ja auch wieder einen Retest. Dann bringst du das Blatt wieder mit und dann gucken wir mal, ob was besser geworden ist. Also vielleicht bin ich ja diese Saison ein bisschen fleißiger, habe ich mir zumindest vorgenommen. Okay. So, wir probieren das jetzt nochmal mit der Rückenlage. Ja, hat wieder kurz einen Moment gedauert, aber kriege ich hin. So war das, ne? Ja, genau. Rutsch mal ein Stückchen runter, weil du brauchst ein bisschen Platz nach oben. Ja. So, also jetzt geht es einmal um Schulterbeweglichkeit, auch vom Rücken ausgehend und Brustbeweglichkeit. Ihr liegt ganz entspannt einfach auf dem Boden und nehmt mal die Hände rechts und links neben den Kopf und versucht die da mal abzulegen. Okay, so jetzt sollte möglichst der Oberarm, der Unterarm aufliegen. Manchmal, je nachdem wie euer Ellbogen ist, kann es sein, dass der in der Luft ist. Aber der Oberarm sollte am Boden liegen können und der Unterarm auch. Dann wären es 3 Punkte. Ja, wenn ihr knapp davor seid, sind es 2 Punkte. Wenn viel Platz ist, ist es dann 1 Punkt. Hier kommt die Unbeweglichkeit oft aus dem Latissimus, hier dem großen Rückenmuskel. Ja, da kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen Beweglichkeitstraining machen. Ist auch eine Sache, die euch beim Schwimmen hilft. Ja, also wenn ihr den Arm halt nicht hier gescheit gestreckt bekommt, dann kann ich auch nicht die Eintauchphase gut neben dem Kopf machen, sondern tauche ich schon immer automatisch eigentlich mit Widerstand ins Wasser. Mhm. So, das ist einmal das. Und jetzt können wir nochmal ein bisschen die Arme öffnen, so ein bisschen so V-förmig. Ach so. Ja, und wieder ganz gemütlich ablegen. Mhm. Wenn ich ablege, dann ist ja nicht mehr. Ja, aber das ist bei dir, glaube ich, auch ein bisschen anatomisch. Ja, das ist ja, manchmal ist das Gelenk halt anders gestellt. Also zum Beispiel, ich habe auch so ganz komische, krumme Arme, wenn ich die ausstrecke. Also wenn ich die hier, dann ist es so völlig überstreckt. Und Julia, du wunderst dich über meine Arme. Ja, aber das sind auf jeden Fall 2 Punkte. Und da würdet ihr jetzt... Aber großzügig. Ja, da würdet ihr jetzt die... schlechtere eintragen. Also nehmen wir jetzt bei dir 1 Punkt, weil diese Überkopfbewegung einfach noch ein bisschen Potenzial hat. Das üben wir noch ein bisschen bis zum nächsten Mal. Ja, willst du da schon verraten, wie man das üben kann? Weil wie gesagt, ich bin ja jetzt erst frisch ein paar Wochen im Training, wenn ich jetzt damit schon anfange, oder? Ja, wir haben auch Mobilitätseinheiten, also Beweglichkeitstraining, auch da nochmal gesonderte Einheiten. Da kriegt ihr auch dann eben die Info, wo ihr das findet. Und dann könnt ihr ganz speziell auch die Beweglichkeit trainieren.
Und dann sollte es auch besser werden. Also ansonsten kann ich nur empfehlen, jederzeit das Athletiktraining mitzumachen, weil genau da sind die ganzen Übungen auch immer ganzheitlich drin, weil Beweglichkeit ist auch eine, ja, ein Zusammenspiel aus Kraft und Beweglichkeit. Mhm. Ja, also manchmal ist es halt auch fehlende Kraft, dass ich einen Arm in eine Position ziehen kann. Wenn ich im oberen Rücken zu wenig Kraft habe, da kann ich machen, was ich will, oder beweglich sein, wie ich will, ja, dann kriege ich den Arm da gar nicht hin. Wollte ich gerade sagen, also wer nicht so lange warten möchte, bis die Einheiten mit dir kommen, der kann nachturnen. Ne? Alles, genau, was wir schon mit dir gemacht haben. Ja, immer wieder vorne anfangen. Genau, bleib, dann darfst du... Nee, nee, darfst, warte mal. Doch, kannst gleich liegen bleiben. Das trifft sich. Trifft sich auch gut. Weil jetzt kommen wir zu unserem ersten Tier, dem Krokodil. Ja. Okay, also ihr bleibt in Rückenlage. Wir haben hier wieder rechts und links, damit wir auch da alle auf dem gleichen Dampfer sind. Rechts heißt jetzt, das rechte Bein zieht ran. 90 Grad, also hier rechter Winkel. Arme liegen auf Schulterhöhe rechts und links. Und dann darfst du einmal das Knie hier rüber fallen lassen. Wo? Ah ja, das Problem habt ihr nicht. So ein Mikro. So, jetzt geht es darum zu gucken, dass einmal die Schulter hier am Boden liegen bleibt und gleichzeitig das Knie zum Boden kommt. Ihr könnt erstmal das so ablegen, den Fuß abstellen und gucken, wie weit das Knie kommt. Und dann dürft ihr, die kleine Schummelvariante, auch mit der Hand ruhig mal noch auf das Knie drücken und mal ein bisschen ziehen, mal gucken, wie weit es geht. Aber wenn ich dann hier weiterziehe, zum Beispiel, zack, zack, Schulter hoch. Ja, also von daher, 3 Punkte gibt es, wenn Schulter und Knie am Boden bleiben. 2 Punkte ist, wenn die Schulter am Boden bleibt, das Knie ganz leicht nur abhebt, und 1 Punkt, wenn dann doch ein bisschen mehr Platz zwischen Knie und Boden ist. Also ganz klare 2 Punkte, oder? Fast. Schauen wir mal. Oder du gibst mir einmal das Schlechtere, um mich anzusporen. Ne? Genau. Genau, dann gucken wir mal mit der linken Seite. Also linkes Bein zieht hoch, Arme wieder auf Schulterhöhe, Schultern bleiben schön am Boden, dann einmal rüber rollen. Und erstmal den Fuß locker ablegen. Vom Gefühl, ist eine Seite besser oder schlechter für dich? Die finde ich besser. Die findest du besser? Aber es, also was den Schultergürtel betrifft, was die Hüfte betrifft, tut es mehr weh. Okay. Mhm. Also hast du wahrscheinlich hier auch so einen Zug, oder? Ja. Ja. Okay, also auch hier müsste ich ganz schön gewaltvoll draufdrücken. Machen wir nochmal. Ja, da einmal da ein Gewicht drauf, oder? Naja, also komm, machen wir rechts und links 1 Punkt. Mhm. Mhm. Und dann darfst du gleich einmal dich wenden in Bauchlage. Gerne. Das ist auch eine Bauchmuskelübung übrigens, wenn man die Arme so über Kopf nimmt und wie so ein Schnitzel sich wendet. Achso, über Kopf hatte ich jetzt gerade nicht da. Ja, ja, ist okay. So, also jetzt liegt ihr in Bauchlage. Könnt ihr auch wieder alleine machen oder mit, wenn ihr Hilfe habt, ist es manchmal leichter. So, wir fangen an mit rechts. Rechtes Bein. Knie bleiben hüftbreit, einfach liegen, Fuß ganz locker. So, und dann versuchen wir mal hier die Ferse Richtung Po zu drücken. Also mit Ach und Krach, und da ist schon viel Widerstand, kriege ich Julis Ferse gerade so bis zum Po. Wenn ihr die Ferse richtig in den Po auch reindrücken könnt, gibt es 3 Punkte. Bei Berühren, Ferse und Gesäß gibt es 2 Punkte. Und wenn jetzt so ein Abstand hier wäre, Po ganz locker lassen. Mhm. Ja, komm, schaffe ich. Mein Kolli. Okay, gibt 2 Punkte auf jeder Seite, Jule. Okay, immerhin. Okay, darfst dich wieder wenden. Ich glaube, okay, dein Mikro ist auch im Teppich versunken. Das kann gut sein. 2 Punkte, 2 Punkte. Sehr gut. So, jetzt kommen wir, ach so, darfst du wieder aufstehen. Ja, okay. Jetzt kommen wir zu unserem Signature Move. Ein Signature Move? Unser Signature Move von Power & Pace ist die Zoom-Hocke. So, wir haben 2 Varianten. Und ich hatte schon geübt mit meinem Physio, Zoom-Hocke normal. Ja. Und dann komme ich hier rein und Überraschung, wir machen heute was anderes. Ja, wir müssen ja auch noch Ziele haben, ne? Also Zoom-Hocke klappt bei den meisten von euch ja inzwischen echt gut. So, für 3 Punkte ist Zoom-Hocke mit Armen rechts und links oder Füße eng zusammen. Achso, ich mache schon mit. Mhm. Mhm. Und dann einmal nach unten setzen,
Arme dürfen einfach vorne irgendwie. Guck so, mal. Jetzt wäre hier Schluss. Wäre Schluss, okay. Und dann müsstest du mit Fersen anheben. Genau. Okay. Ja, also wenn ihr, jetzt habt ihr noch die Option, versuchen, wenn ihr irgendwie Schuhe anzieht, da geht es nämlich ein bisschen leichter. Also falls ihr Schuhe schon anhabt, probiert es mal, ob es gehen würde. Und zieht die dann aber aus, um auch die 3 Punkte zu bekommen. Du musst jetzt nicht mehr so sitzen okay. bleiben, darfst wieder hoch. Ja, und ansonsten ja, wäre die Alternative auch noch, also wir wollen am besten beide Varianten. Die andere Alternative eben die Sumo-Hocke und dann aber die Arme rechts und links neben dem Oberkörper mit ganz gerade aufrechtem Rücken. Hoppala. Okay. Okay, und jetzt noch die Arme neben die Ohren. Ja, ja, sehr gut. Also für die Sumo-Hocke kriegst du 3 Punkte und ehrlich? Die andere, ja, das war gut. Okay. Aber Ziel ist es jetzt, mit der engen Hocke da dich noch weiter ranzukämpfen. Das hat auch viel Beweglichkeit, Sprunggelenk, Wade hat es damit zu tun. Also da könnt ihr habt ja beides da stehen. Also für die Hocke würde ich dir 1 Punkt geben, für die Sumo-Hocke 3 Punkte. Macht 4. Gibt 4, hey. So nur einen Punktwert hatten wir noch gar nicht. So, und jetzt bräuchtet ihr, also entweder ein Tisch geht ganz gut, je nachdem, wie hoch euer Sofa im Bett oder sonst was ist, sonst könnt ihr die Übung auch nochmal später irgendwie probieren. Wir haben natürlich hier unser Profi-Equipment. Schaut und macht mit. Also so eine Stuhlbank. So am besten, ne? Genau. So, also wenn ihr jetzt einen Tisch habt, aber da müsst ihr mal gucken, wie gut euer Tisch ist und wie, ob das so ein schöner, richtiger, massiver Holztisch ist oder so ein zierlicher, kleiner Glastisch, nicht, dass ihr euch draufsetzt und dann kippt das Ding um oder so. Also wenn ihr eben sowas habt, dann setzt ihr euch einmal ganz an die Kante von Tisch, Bank, Stuhl, Barhocker, Aneinanderreihung, dann einmal nach hinten ablegen. Ich habe es jetzt nicht ganz so bequem gemacht. Entschuldigung. Nicht so schlimm, ich schaff's schon. Okay, wir haben wieder rechts, links. Wir starten mit rechts. Rechts heißt in diesem Fall das rechte Bein umfassen und ganz nah an den Körper ziehen. Also hier möglichst auch wirklich unter dem Knie. Nur wenn ihr sagt, oh, ich habe Knieprobleme oder so, dürftet ihr auch am Oberschenkel ingreifen. Aber sonst gerne am Knie und dann hier ranziehen, alles was geht. Und atmen. Und atmen. Und das andere Bein hängt locker. Also wenn ihr jetzt sagt, ja Jule, lass doch mal das Bein locker. Es ist ich schon locker. Locker. So. Optimalerweise sollte es jetzt 10 Grad unter der Horizontalen hängen für 3 Punkte. Mhm. 5 Grad unter der Horizontalen für 2 Punkte. Und alles, was horizontal oder höher ist, gibt es 1 Punkt. Mhm. Also rechts haben wir 1 Punkt. Jetzt darfst du einmal die Seite wechseln. Knie richtig ranziehen. Es ist halt, ja, genau. Ich habe auch nicht locker gelassen. Ja, weil ich dachte, das jetzt aber. Brutal, das haben wir anders geübt. Ja. So, also auch hier seht ihr, horizontale wäre und tiefer. Also auch da 1 Punkt. Hüftbeuger darfst ja, du das ist aber stretchen. Never ending story. Oh ja. So. Und dann haben wir eine letzte Übung bei der Beweglichkeit. Da wird es so ein bisschen schwierig mit der Auswertung. Also da müsst ihr mal gucken, so ein bisschen Pi mal Daumen, darf sich nochmal in Rückenlage begeben. Ihr seht, wir müssen schon immer grinsen jetzt, ne? Seitdem. Ja. So, dann die Füße einmal aufgestellt. Mhm. Fußsohlen zeigen zueinander. Ja, und dann einfach die Knie locker nach außen fallen lassen. So, was wir hier uns angucken, ist im Prinzip einmal die Beweglichkeit des Adduktors, Oberschenkel-Innenseite und gleichzeitig die Beweglichkeit Außenrotation Hüfte. So, jetzt ist es halt, geht es ein bisschen um den Winkel, also das Geodreieck raus, haben wir jetzt auch nicht. Geht es um den Winkel Boden-Oberschenkel bei 45 Grad, das wäre ja dann ungefähr ja, so dieser Winkel, gäbe es 1 Punkt, bei 30 Grad gibt es 2 Punkte und dann darunter, oder bei 35 Grad 2 und 30 und darunter gibt es 1 Punkt, also 2 kriegst du schon. Und wie ist denn das jetzt? Bei drunter gibt es 3 Punkte, Entschuldigung.
wenn ich jetzt, also mein Rücken liegt halt jetzt nicht ganz auf unten. Ne? Ach so, ja. Wenn ich den richtig anspanne, genau. Dann kommen die Beine natürlich höher. Ja, genau. Dann, gut, dass du es gesagt hast, weil ich habe es jetzt nicht gesehen. Achte drauf, dass der Rücken am Boden bleibt. Ja, also da gerne auch mal so eine Hand irgendwie unter den Rücken schieben und mal testen, okay? Mhm. Weil wenn ihr, klar, wenn ihr ins Hohlkreuz zieht, dann ist natürlich wieder die Schummelvariante Ausweichbewegung. Ja, aber trotzdem kriegst du noch 2 Punkte. Das ist doch okay. Ja. Aber wie gesagt, Hüfte ist, glaube ich, schon ein bisschen dein Thema. Hüfte und Schulter. Kannst du noch was machen. Mhm. Okay, 2 Punkte gibt es da. Und dann kommen wir schon zu unseren Balanceübungen. Ah, sehr gut. Darfst einmal nach oben kommen. Keine Angst, ich muss jetzt hier nicht irgendwelche WhatsApp schreiben oder so, mal Insta kurz checken. Ich brauche meine Stoppuhr. So, die erste Übung haben wir den Einbeinstand. Wir fangen wieder an mit rechts. Das heißt, ihr steht auf dem rechten Bein. Also linkes Bein zieht hoch. Die Hände sind gekreuzt auf der Schulter. Oh, fängst du schon an? Okay. Ach so, ja, ich dachte, wir demonstrieren kurz und dann, wenn wir soweit sind, können wir anfangen. Ja, okay. Also das ist die Ausgangsposition. Ja, Knie ist leicht, Standbein leicht gebeugt, auf Hüfthöhe hochgezogen. Jetzt hast du hast schon das locker geschafft, aber wir starten mal ab jetzt. Da braucht ihr eine kleine Stoppuhr oder macht das mit uns zusammen. Okay, so. Ziel für 3 Punkte sind 20 Sekunden. 10 habt ihr schon geschafft. Sehr gut. Hüfte schön in der Mitte lassen. So, und jetzt haben wir schon 20 Sekunden. Super. Dann das Bein erstmal kurz abstellen. Ich trage dir schon mal für rechts 3 Punkte ein. Ja, locker in die Hüfte. Löschen. So, bereit. Ausgangsposition einnehmen. Hände auf die Schultern. Und los. Gerne einen festen Punkt fixieren. Und euch darauf konzentrieren. Standbein ist leicht gebeugt. Atmen, atmen, atmen. Hälfte schon geschafft. So, wer jetzt umgefallen ist, kriegt 2 Punkte immerhin noch. Wer schon vorher umgefallen ist, 1 Punkt. Und stopp, jetzt sind 20 Sekunden um. Dafür gibt es auch locker 3 Punkte. Na gut. Es gibt halt so Übungen. Bei manchen, die sagen so, oh, das sind meine total easy Übungen und dann ist halt jeder anders. Aber das ist eben ganz normal und deswegen ist ja das Coole bei dem Athletiktraining, dass auch alles dabei ist, sodass jeder mal die Chance hat, seine Stärken auszukosten. Manchmal an gute Wochen und manchmal nicht so gute. Genau. So, jetzt kommt nochmal eine Balanceübung, die ist etwas herausfordernder. Ihr kennt vielleicht den Baum vom Yoga. Also ein Fuß geht seitlich an die Wade und das Knie dreht richtig schön nach außen auf und dann einmal hier auf die Fußspitze gehen und dann... Kurz mal angedeutet. Dann, länger kann ich es auch nicht. Aber darum geht es ja heute auch nicht. Weil ich das ja nicht kann, habe ich ja dich geholt, damit du das vorzeigen kannst. Ja, das Schlimmste haben wir ja schon überstanden alle zusammen. Ja, toll, genau. Toll, toll. Jetzt kommen noch deine Highlights, oder? Ja. So, bist du bereit? Ja. Okay, dann auf die Plätze, fertig, los. Okay, auch da wieder 20 Sekunden das Ziel. Gut, 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 festen Punkt fixieren. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also alle, die jetzt umfallen, kriegen 1 Punkt. Alle, die jetzt umfallen, noch 2 Punkte und ab jetzt 3 Punkte. Oh Mann, das war richtig knapp. Das war voll gemein. Du nee, das nicht, jetzt, aber ich war knapp. Auf was standst du denn jetzt, auf welchem Bein? Links. Ah ja, okay. Haben wir eigentlich mit rechts? Ja, eigentlich ja. Ah, ja. Ja, das ist egal. Nehmen wir jetzt das andere. So. So, dann also jetzt normalerweise mit links, aber vielleicht habt ihr auch die andere Seite genommen, dann geht es jetzt los mit rechts nochmal. Ich eier jetzt schon, habe noch nicht mal angefangen. Bist du bereit? Ja. Und los. So, schön aufrecht stehen bleiben. Versucht die Oberkörperausweichbewegung zu vermeiden. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. So, 10 Sekunden, also jetzt immer noch 1 Punkt, immer noch 1 Punkt, immer noch 1 Punkt, immer noch 1 Punkt. Ab jetzt gibt es 2 Punkte, 2, 2, 2, 2, ab jetzt 3. Okay, Jule, was war's? Ich weiß auch nicht. Woran hattet ihr gelegen? Nee, also 1 Punkt. 1 Punkt, okay. Guck mal, beim Üben vorhin, als wir einmal kurz geguckt haben, was ich alles machen soll. Jetzt geht's auf einmal, weißt du? Jetzt so gefühlt die Kamera aus, beziehungsweise die Uhr nicht mal läuft. Ja. Kann super.
Nee, okay, wir machen weiter. Okay, wir machen weiter. So, jetzt kommen wir zum Bereich Kraft. Gucken wir mal, ne? Ja. So, unsere erste Übung, da geht es um Oberschenkelkraft, ist das Wandsitzen. Füße sind hüftbreit. Warte, ich muss ja dir vielleicht helfen. Bitte sei meine Stoppersocke. Ja, genau. Genau. So, warte, ich komme darüber. Ja, also da guckt mal, je nachdem, was ihr jetzt für Socken anhabt und was ihr für einen Untergrund habt, dass ihr 90 Grad. Mit welchem Bein fangen wir denn an? Also du bleibst auf dem rechten Bein stehen. Okay. Also warte, dann muss ich auf die andere Seite, ne? Nee, mach richtig. Ach so. Auf dem rechten Bein stehen, hast du gesagt. Ja. Okay. Geht schon los. Geht schon los. Gut, ja, ist immer, wenn man so ging. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig. Und jetzt das linke Bein abheben. Und die bleiben, die Oberschenkel, einfach auf gleicher Höhe. Hier müsst ihr jetzt 30 Sekunden schaffen für 3 Punkte. Schön mit dem Rücken an der Wand bleiben. Oh ja, ja, ja. Super. Halbzeit, 15 geschafft. Weiter, weiter, weiter. Dranbleiben. 20 geschafft. Sehr gut. Und morgen wieder Muskelkater. Nur vom blöden Scheiß-Test. Echt. Pünktlich zu Weihnachten. 2, 1, 30. Jawohl. Yeah. Okay. Einmal ausschütteln. Einmal kurz ausschütteln. Also da gibt es schon mal 3 Punkte für das rechte Bein. Und wenn ihr 20 Sekunden geschafft habt, gibt es 2 Punkte und unter 20 Sekunden, also 20 bis 30 Sekunden 2 Punkte, unter 20 Sekunden 1 Punkt. Okay, dann jetzt einmal die andere Seite. Unter 20 Sekunden 1 Punkt. Mhm. Ist ja mega schreckt, Uli. Das ist gemein, oder? Bisschen, ja. So, und los. Gut. Oberkörper schön aufrecht. Oh, die Wand zittert schon. Heißeis freut sich. Sehr gut. Oberschenkel hier schön auf einer Höhe halten. Das ist für manche schon die Herausforderung, das Bein aufrecht zu halten. So, 20 Sekunden habt ihr jetzt. Ab jetzt gibt es 2 Punkte. Kein Krampf. Ab jetzt 2 Punkte. Sehr gut. Ja. 2, 1, 30. Jawohl. Gut, wenn ihr natürlich das noch testen wollt, wie lange ihr das alles könnt und so, dann könnt ihr auch da wieder noch eintragen, wie viel ihr geschafft habt. So, auch zack, 3 Punkte. Okay. Kniebeuge ist ja die Mutter aller Übungen für den Unterkörper. Ja. Die Mutter aller Übungen für den Oberkörper ist der Liegestütz. Ja. Ja. Den haben wir ja in den letzten Wochen echt fleißig geübt, wenn ihr dabei gewesen seid. Mal gucken, ob es sich auszahlt. So, jetzt haben wir, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass die Männer einen Vorteil haben, was Kraft anbelangt. Deswegen müssen die Männer, also jetzt beim Wandsitzen haben wir das gleich für beide, aber beim Liegestütz müssen die Männer ein bisschen mehr leisten, also ziemlich viel mehr. Was heißt denn viel mehr? Die Jungs müssen 10 Liegestütz machen für 3 Punkte, für 2 Punkte 8 oder 9. Wow. Und alles darunter ist 1 Punkt. Krass. Und die Mädels 4 Liegestütz für 3 Punkte, 3 Liegestütz für 2 und alles unter 3 Liegestütz, also 2 oder 1 oder kein, ist dann halt 1 Punkt nur. So ein Frauen, die heute einen schlechten Tag haben, sagen, keiner, 1 Punkt. Ich probiere es gar nicht 1. Aber ich glaube, so jemanden gibt es bei uns gar nicht. Nein, das also komm, beschiss. Das habt ihr ja schon geschafft jetzt hier. Also 1, 2 Liegestütz ist, oder 3 schafft man ja vielleicht, schafft glaube ich selbst ich. So wie immer, oder was? So wie immer, also Bauchlage erstmal. So, dann könnt ihr die Hände, stellt ihr rechts und links neben der Brust auf. Also brauchst jetzt nicht enge machen, sondern du darfst so ein bisschen, auch weitere, ne? Die sind ein bisschen leichter als die. So, oder was? Ja, nur, dass du die Ellbogen musst du nicht an der Taille lassen. Ja, okay. Ne? Also die sind so 45 Grad maximal geöffnet, die Arme. Mhm. Und dann, aber du fängst von oben natürlich an. Das okay. ist nur die Ausgangsposition, dass du von der Position auch richtig bist. Ziel ist es, Brust bis zum Boden. War das jetzt der Testlauf? Ja, oder? Kann ich einmal kurz testen? Ja, ich mach kannst nie du? So. Ja. Und dann wieder hoch, oder was? Ja. Okay. Also musst nicht ablegen, ne? Nur kurz. Ach so, okay. Nee, nur dass du Boden fast berührst. Ach so, okay. Also Brust bis zum Boden, Jungs, ne? Ich glaube, ich würde lieber eng machen. Geht das auch? Kannst du auch. Okay. Die sind ja sogar noch schwerer. Ja, aber so ist komisch. Ja.
Wir probieren das mal. So ist halt mehr brustlastig, ja. Und die sind mehr trizepslastig. Mhm. Also du hast immer natürlich Brust und Trizeps dabei, aber wenn man gezielt Trizeps trainieren will, nimmt man die engen. Wenn man gezielt Brustmuskel, nimmt man ein bisschen weitere. Und was wäre dir jetzt lieber? Aufbauend auf dem, was wir schon gemacht haben? Also wir haben jetzt eher die Weiten ja gemacht, also die normalen, sage ich mal. Dann nehmen wir die. Wird schon klappen. So, also Hände unter die Schulter, Füße jetzt diesmal aufgestellt. Genau. Und dann geht's los. Jeder in seinem Tempo, also das ist halt auch dann egal, Hauptsache tief. Yes. Bauch schön anspannen, Pobacken zusammenkneifen, Schulterblätter zusammenziehen. Super, Jule. Eieiei. Ja, klasse. Also hast du die 3 Punkte schon erreicht. Jetzt mache ich aber die Männervariante voll. 7 und komm runter, 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 runter. 8, komm, komm, komm. Runter mit der Brust, runter, runter, runter. 9. Runter, 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 runter. Also runter, soll ich nochmal machen? Kannst du nochmal machen. Also 10 hast du. Ja. Ja, das hört auch auf. Das dann kommen langsam so die Delfinbewegungen dazu, ne? Aber der Flipper unter uns. Schauen wir schon. Aber ganz stark, also saustark. Super. Dankeschön. Also dafür kriegst du jetzt 10 Punkte. Also würde ich dir sofort geben, es gibt aber leider nicht mehr als 3. Ich weiß nicht, du hast ja den Zettel vorliegen, so oft gab es auch noch nicht 3. Ich nehme die schon auch. Ja, also es wird zunehmend mehr. Ist auch bezeichnend, ne? Ist wie in der Schule, aber ja. Gut, egal. Ja. Bauchlage. Jetzt testen wir die Kraft vom Rückenstrecker. Ja. Arme gehen rechts und links neben die Ohren, Daumen zeigen zur Decke. Jetzt hebt ihr gleich die Arme ab, dass sie wirklich wie angetackert neben den Ohren auch bleiben. Genau. So, und jetzt Bauch ein bisschen anspannen und Oberkörper und Beine hochheben. Warte noch nicht, bitte. Ich muss erst die Uhr starten. So, für 3 Punkte braucht ihr 20 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und los. Okay, und halten, und halten. Und Arme neben die Ohren und Arme oben lassen. Komm, hoch die Arme. Jawohl, halten, halten, halten. Arme bleiben oben, Arme bleiben oben. Hoch die Arme, lange Arme, klasse. Auf geht's, komm. 2 Punkte habt ihr schon. So, noch 3, 2, 1 und stopp. Super. 20 Sekunden gibt 3 Punkte, 10 Sekunden gibt 2 Punkte und alles unter 10 Sekunden. Oder vielleicht kommt auch einer nicht hoch und sagt, meine Arme sind heute zu schwer. Dann kann das auch mal sein, dass das dann man liegen bleibt. So, der bleibt aber liegen. Jetzt habt ihr in den letzten Wochen ja besonders gern eine Übung auch gemacht. Also es gibt immer so mehrere, aber die war eure absolute Lieblingsübung, der Seitstütz. So, ich zeige euch mal kurz, welche Varianten ihr so zur Verfügung habt. Für 3 Punkte braucht ihr diese Variante. 2 Punkte diese Variante. Für 1 Punkt diese Variante. Und zwar 30 Sekunden je Seite, ohne dass das Bein runterfällt, ohne dass der Po runterfällt. So. Mhm. Ihr könnt mal kurz antesten. Du kannst auch mal kurz antesten, was du meinst, welche Variante für dich ganz gut ist. Level 3, 2 oder 1, wo du dir zutraust, 30 Sekunden zu schaffen. Hab getestet. Hast getestet? Ja. Seid ihr auch bereit? Okay, dann 2, 1 und los. Jawohl, sehr gut. Wichtig, Schulter, Hüfte, Knie, Knöchel, alles eine gerade Linie. Super. Sieht sehr gut aus. Bein bleibt auch noch schön oben. Gut, gut, gut. Bauch schön anspannen. Mal hier ein bisschen raus aus dem Hohlkreuz. Gut. So, 20 Sekunden habt ihr schon. Letzten 5. Und stopp. 30 geschafft. Na, jetzt habe ich es natürlich dir auch schlecht gesagt. Das war jetzt links. Ja, das war also linkes Bein stützt. Ja, linke Seite linke war stützt. Genau. Okay. Ja, ja, da muss die linke Seite ja arbeiten. Mhm. Dann machen wir jetzt die rechte Seite. Also achtet da drauf, wie Romir das gemacht hat. Geht schon los? Ich weiß nicht, ich habe nur getestet. Ach so, okay. Ich warte auf dein Signal. Ja. Bist du also bereit? Ja. Dann auf die Plätze. Fertig. Los. Sehr gut. Gefühlt hast du Unterschied rechts, links? Ja, links geht, glaube ich, leichter. Okay.
Aber also links hat mir am Po gezogen, jetzt zieht es mir an der Hüfte. Die Hüfte vorschieben mehr. Vor. Ja, dahin. Da bleiben. Gut. Komm, Hüfte nochmal vor. Ja, so ist perfekt. Schön eine gerade Linie. Klasse. 25. 2, 1, 30. So, Julia, das sieht sehr gut aus im Kraftbereich. Gut. Eine Übung noch. Ja, wie so ein Beckenlift. Also jetzt geht es noch einmal auch um Gesäß und Beinrückseite zu testen. Da könnt ihr einen Stuhl oder einen Sessel vielleicht ganz gut nehmen. Wir nehmen auch mal unseren Sessel. Wenn du in Rückenlage einfach mal die Füße dann drauflegst. Gott, mein Magen knurrt schon. Ich kann dir den auch ein bisschen. Ach, das ist aber lieb. So. Der Magen knurrt, als Belohnung darfst du heute das Türchen öffnen. Oh, herrlich. Oh, okay, wenn ich es finde, war die Bedingung. Genau. So, also ihr legt euch in Rückenlage, sodass ihr hier einen rechten Winkel in den Beinen habt. Und jetzt passt alles. Aber muss ich nicht so aufstützen? Ja. Ja. Dann die Ellbogen aufgestützt. Dann wird der Po hochgehoben und die Aufgabe ist dann, ein Bein abzuheben und das zu halten für 30 Sekunden. Oha. Ich glaube, das wird ordentlich anstrengend. Nein, 20 Sekunden, Entschuldigung. Das ist natürlich deutlich besser. Ja, klar. So, bist du bereit? Ja. Dann, also wir starten mit dem rechten Bein, das heißt, das linke Bein hebt ab. Okay. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Sehr gut. So, Po schön hochschieben. Gut. Hoch mit dem Hintern. Geht's noch? Ja. Schaffst du noch? 15? Ja, ist nicht schön, aber. Aber geht. Geht. Okay, 2, 1. Die Seite schon geschafft. Okay. Also rechts kriegt 3 Punkte. Halleluja. Das sieht immer so einfach aus, ne? So, das sind so diese kleinen, fiesen Übungen, wo du dann denkst, so, ja gut, was ist denn daran so schwer? Und dann machst du und denkst, wow. So, jetzt einmal noch die andere Seite. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Nimm das Knie mal daneben. Ja, schön das Bein fast parallel zum anderen. Nur so 2-3 cm hier abgehoben, gar nicht zu hoch. Ja, gut. So. Okay, 20 Sekunden, Stopp. Okay, halt. Yeah. Ja, stark. Dann könnt ihr natürlich auch euch eine Gesamtpunktzahl zum Beispiel ausrechnen. Müsst ihr aber nicht. Also je nachdem, wie ihr dann das immer vergleichen wollt, ob ihr das Übung für Übung oder insgesamt. Ja, hast geschafft. Herzlichen Dank. So, dann habe ich ja Belohnung versprochen. Ja. Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Was gibt's? Ah, ich sehe schon. Oh, man kann es noch nicht erkennen von Anschlitten. Dankeschön. Gerne. Ja, vielen Dank, dass du unterstützt hast und da alles so schön mitgemacht hast. Gerne. Ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht Schwachstellen oder starke Seiten nochmal gefunden und sagt, ach Mensch, dabei bin ich ja gar nicht so schlecht, geht doch eigentlich ganz gut, obwohl ich bei der Übung an sich immer gejammert habe. Schreibt uns vielleicht auch mal, wo ihr überrascht wart oder wofür ihr Übung braucht, dann können wir da noch mal gezielter drauf eingehen. Ja, ansonsten, in 2 Tagen ist Heiligabend. Wir wünschen euch ganz schöne Feiertage im Kreise eurer Liebsten und rutscht auch gut ins neue Jahr, denn jetzt die nächste Woche haben wir euch eine Einheit noch mal zum Wiederholen reingeschrieben. Da sind wir auch im Urlaub, also in den Feiertagsferien. Und dann sehen wir uns wieder am 5. Januar, wieder live, auch mit FAQ. Also wenn ihr da bis dahin Fragen habt oder auch nochmal Anmerkungen, vielleicht auch zu heute, dem Test, könnt ihr das da gerne stellen. Ja, ansonsten schöne Feiertage, rutscht gut rein und bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao.